Mit dem Cayenne hat Porsche seit 2002 eine Lizenz zum Gelddrucken im Programm. Die dicke Kiste verkauft sich trotz hoher Preise und langer Lieferzeiten wie geschnitten Brot und fährt entsprechend satte Renditen ein. Und so ist es kein Wunder, dass sie in Zuffenhausen aktuell über ein drittes SUV auf Q3-Basis nachdenken. Die Front soll sich noch stärker am 11er orientieren als beim Macan. Das runde Heck kostet ebenso Raum wie die flache Dachlinie. Aber das kennt man ja von Porsche. Anders als Vierzylindermotoren. Klar, unter die Haube passen weder ein Boxer noch ein V6. Aber die bereits für den Macan geplanten Vierzylinder lassen sich problemlos für das kleine SUV weiterentwickeln. 2020 könnte der, nennen wir ihn mal Macan Junior, auf die Straßen kommen.